Es geht um seine Wahrheit und um seine Ehre. Es geht um seine Gemeinde, die zwischen dem echten Jesus und menschengemachten Trugbildern unterscheiden können muss. Und ein Beispiel für solche Verharmlosung und ja, Verfälschung. Und das muss ich Ihnen an dieser Stelle noch sagen, weil so viele Menschen in diesen Wochen davon betroffen sind. Ein Beispiel für solche Verharmlosung ist das Filmprojekt The Chosen. Und verstehen Sie, das ist die erste, die entscheidende Wahrheit über Jesus. Er ist Gott. Jesus ist Gott. Und zwar von Ewigkeit her. Und daran müssen wir alle Stimmen messen, die sich auf Jesus berufen. Daran müssen wir alle Positionen prüfen, die behaupten, an Jesus zu glauben. Wie zum Beispiel, ja, sogar die Mormonen. Die sogenannte Kirche der Heiligen der letzten Tage, die berufen sich auf Jesus. Und die sagen, Jesus, ja, das ist das erste sogenannte Geistkind Gottes, wie sie es nennen, also zunächst ein Mensch, der dann im Laufe seiner Entwicklung in der Geistwelt erst allmählich zu Gott wurde. Die Mormonen lehnen auch die biblische Trinität ab. Ursprünglich, so sagen sie, war Jesus ein Bruder von Luzifer. Aber Luzifer hat dann eine schlechtere Entwicklung als Jesus durchgemacht und wegen seiner Rebellion wurde er verworfen. Und letztlich lehren die Mormonen, so groß ist der Unterschied zwischen Jesus und anderen Menschen auch nicht. Auch Menschen, auch andere Menschen können durch einen spirituellen Prozess zu Göttern erhoben werden. Und umgekehrt, sogar Gott selbst war nicht von Ewigkeit her Gott im Verständnis der Mormonen, sondern sogar Gott war ein Mensch und entwickelte sich erst zu Gott. Verstehen Sie? Das ist ein Konzept, das im Licht der Bibel und im Licht unseres Predigttextes nur als Blasphemie eingeordnet werden kann, als Gotteslästerung. Und wir sehen, das Buch Mormon benutzt den Namen Jesus, aber beschreibt unter diesem Namen eine völlig andere Person und beraubt Jesus damit seiner einzigartigen göttlichen Würde, die er von Ewigkeit her hatte. Gut, dass wir Philipper 2 haben. Und wissen Sie, die treue Kirche Jesu Christi, die wahre Gemeinde ihres Herrn, die zeigt sich zunächst daran, dass sie die wahre Gottheit Christi von Ewigkeit her bekennt. Das wurde doch schon angegriffen zu Zeiten des Neuen Testaments. Denken Sie an die Auseinandersetzung von Johannes 8. Und so ging es weiter durch die Kirchengeschichte, durch alle Jahrhunderte hindurch. Darum war zum Beispiel das Konzil von Nizäa so wichtig im 4. Jahrhundert. Als die Arianer verbreiteten, ja, Jesus habe zwar hohe Würde, aber er sei nicht wirklich ganz Gott. Und wie antwortete das Konzil von Nizäa damals, 325? Ich zitiere jetzt nur aus dem Abschnitt über Jesus, das Glaubensbekenntnis von Nizäa. Und ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, heißt es da, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Gott aus Gott, Licht vom Licht. Wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Und wenn Sie Schilderungen dieser frühchristlichen Konzilien nachlesen, dann werden Sie sehen, wie damals schon gespottet wurde, wie gesagt wurde, ach, die sorgen ja nur für Unruhe, da reisen so viele Theologen von hier nach da, um dann Konferenzen zu machen und über ein paar Begriffe zu streiten. Theologisches Fingerhakeln. Nein, liebe Freunde, es geht hier nicht um Begriffe, es geht um Jesus, es geht um die Wirklichkeit. Es geht darum, wer Jesus wirklich ist. Und wir können es uns nicht leisten, das einfach locker flockig im Unklaren zu lassen. Was nützt es, wenn Menschen ein Bild von Jesus präsentiert bekommen, das ihn vielleicht sympathisch erscheinen lässt, das ist ja immer Geschmackssache, das ihn vielleicht sympathisch erscheinen lässt, aber ihn in seinem Gottsein und in seiner Heiligkeit verharmlost. Und ein Beispiel für solche Verharmlosung und ja, Verfälschung, und das muss ich Ihnen an dieser Stelle noch sagen, weil so viele Menschen in diesen Wochen davon betroffen sind. Ein Beispiel für solche Verharmlosung ist das Filmprojekt The Chosen, das sich selbst ja als eine große Erfolgsgeschichte präsentiert. Die Auserwählten, also die Jünger sind damit gemeint, produziert in den USA. Die deutsche Homepage jubelt, über 400 Millionen Zuschauer schon international. Das Ziel
besteht darin, diesen Film, also es sollen 7 Staffeln produziert werden, in über 150 Sprachen zu übersetzen. Auch in Deutschland werden bereits die ersten beiden Staffeln verbreitet. Und der Anspruch dieser Serie besteht worin? Er besteht darin, den Zeitgenossen Jesus nahezubringen. Das sagen die Verantwortlichen immer wieder. Nur die Frage ist, welchen Jesus? Sie beanspruchen authentische Informationen. Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und nun überlegen Sie, nach Aussagen der Filmemacher sind 95% der bisherigen Szenen aus der Fantasie entstanden. Die Zahl nun genau ausgerechnet ist, weiß ich nicht, aber gibt bestimmt die Richtung an. 95% folgen also nicht biblischen Vorgaben, ganz anders als damals der berühmte Jesusfilm nach dem Lukas-Evangelium, den viele von uns noch kennen, sondern folgen eben den kreativen Ideen der Produzenten. Und das ist eine interessante Doppelthese, dass man einerseits sagt, wir wollen den authentischen Jesus präsentieren und andererseits sagt, aber 95% ist freie Fantasie. Das enthüllt ja deren Hermeneutik. Das ist eine krasse Aussage. Wir können den authentischen Jesus präsentieren für 5% Bibel. Verstehen Sie? Und diese Filmemacher geben vor, was wollen sie? Jesus aus der Sicht seiner Begleiter und Jünger, also der Chosen, der Auserwählten zu zeigen, einen Jesus, den sie Sohn Gottes nennen, aber den sie inhaltlich ganz anders darstellen als die biblischen Quellen. Nur wenige Beispiele. Vieles läuft ja auch so unterschwellig mit. Ja, als der Film Nikodemus vor Jesus niederknien will, sagt Jesus, was machst du, das musst du nicht. Also nach dem Motto, nicht zu viel Ehrfurcht, nicht vor Jesus knien. Hier bei uns im Text lesen wir das anders, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, die Knie all derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Oder der Serienheld, also Jesus mag man ihn nicht nennen, der Serienheld verhält sich teilweise wie ein Tölpel. Er lässt sich von Matthäus bei der Abfassung der Bergpredigt helfen. Er übt unbeholfen seine öffentlichen Auftritte. Er schafft es kaum, seine Mannschaft regelmäßig mit Essen zu versorgen. Und er gibt reumütig immer wieder großzügig eigene Fehler zu. Zum Beispiel sagt er, ich hätte bitte sagen sollen. Damit entschuldigt er sich bei der Frau am Brunnen, als diese zögert, ihm Wasser zu geben. Und dann sagt Jesus ganz bescheiden, es wäre schön, wenn du mir glauben würdest. Diese Filme präsentieren nicht Jesus Christus, sondern sie präsentieren die Fantasie des Regisseurs und seiner Helfer, zu denen offiziell 2 Co-Produzenten gehören, die ihrerseits Bischöfe in der Sekte der Mormonen sind. Also in der Kirche der Heiligen der letzten Tage, ja, Daryl Eaves und Brad Pelham. Bischöfe in der Sekte der Mormonen. Auch die Produktionsfirmen VidAngel und Angel Studios, in denen die ersten Filme aufgenommen wurden, sind mormonische Gründungen. Und wir haben doch gesehen, was für ein antibiblisches Verständnis von Jesus die Mormonen lehren. Völlig im Gegensatz zu dem, was Philipper 2 schreibt. Aber das hindert den Regisseur Dallas Jenkins, der sich selbst als evangelikal bezeichnet, das hindert ihn nicht daran, diese enge neue Verbundenheit mit den Mormonen zu loben. Er bejubelt das, dass es eine wachsende Bruder- und Schwesternschaft gibt. Und er sagt, ja, trotz aller theologischen Unterschiede glaube man an denselben Jesus. Wörtlich sagt er, bei den Geschichten von Jesus sind wir uns einig und wir lieben denselben Jesus. Und wir sollen uns auf die Fantasien eines Mannes verlassen, der behauptet, dass die Mormonen denselben Jesus haben würden wie den die Bibel lehrt. Denselben Jesus, das kann schon sein. Sofern es sich eben um diesen erfundenen Pseudo-Jesus von The Chosen handelt. Und vielleicht ist ja auch so das Motto gemeint, mit dem die Serie in Deutschland promotet wird. Das finden Sie auf der Homepage. Das Motto lautet, gewöhn dich an anders. Willkommen zur weltweit ersten Serie über das Wirken von Jesus. Gewöhn dich an anders, das ist gut gesagt. Anders ist richtig. Anders als die Bibel über Jesus lehrt. Gewöhn dich an anders. Anders als Gott sich selbst in seinem Wort offenbart. Ein anderer Jesus. Ein harmloser Typ. Und doch, und das muss uns wirklich traurig machen, haben auch Teile der Evangelikalen in den Jubelchor eingestimmt, der das Projekt promotet. So etwa ein Mitvorsitzender im Namen der Deutschen Evangelischen Allianz,
der sich auf einer großen Pressekonferenz in Berlin am 10. Dezember jetzt als dankbarer Befürworter präsentierte und der meinte, aus seinen Kreisen, also aus den Kreisen der Allianz, hätte er nur Zustimmung gehört. Und eine Organisation wie E21 veröffentlicht auf ihrer Homepage vorsichtige Nachfragen, dafür aber große Dankbarkeit und Vorfreude auf die nächste Staffel. Ich bin mir sicher, schreibt der Rezensent auf der Homepage von E21, bin mir sicher, dass Jenkins und sein Team sich der Bibel verpflichtet fühlen. Also nach deren eigenen Angaben wohl mindestens zu 5%. Und diese Entwicklung zeigt, ihr Lieben, wie dringend wir die echten Quellen über Jesus studieren müssen. Wie dankbar wir für das zweite Kapitel des Philipperbriefes sein dürfen, weil wir hier eben nicht der Fantasie eines Apostels begegnen, sondern dem heiligen Gott in seinem lebendigen Wort. Und darum können wir es wissen. Ja, Jesus war Gott von Ewigkeit her. Jesus wurde Mensch und Jesus bleibt Gott. Und vor diesem Jesus, ja, können wir uns nur beugen und wollen uns vor ihm beugen und wollen ihn anbeten und mit den Worten des Jüngers Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus, du bist unser Herr und unser Gott. Es geht um seine Wahrheit und um seine Ehre. Es geht um seine Gemeinde, die zwischen dem echten Jesus und menschengemachten Trugbildern unterscheiden können muss. Jesus, wie er wirklich ist. Und es geht um unsere Zeitgenossen, die Jesus noch nicht kennen. Denen hilft nur die echte Wahrheit über Jesus, die allein in seinem Wort zu finden ist. Und daran halten wir uns fest, denn Jesus ist unser Schicksal.